So, okay. Nee, geh rein. Rein. Ach, guck mal, jetzt hast du Schweinerei gemacht. Was hast du gemacht? Jetzt hast du Schweinerei gemacht. Ey, du weißt doch, dass das da oben hingehört und nicht hier direkt vom Eingang. Nee, das ist auch nicht witzig. Nee, das wäre überhaupt nicht witzig. Da, kommen da können wir gar nicht lachen. Die Hunde wollen das nämlich dann fressen und das ist nicht gut. Dann machen die den Zaun kaputt. Nein. Das gehört da oben rein in den Topf, der da steht. Komm her jetzt. So, jetzt komm. Komm erstmal raus. Und da ist ein Stück Papier. Kannst du das mal da an der einen Stufe? Liegt ein Stück Papier. Weiter vorne. Nee. Da. Siehst du es? Das. Und hier? Das ist Plastik, ja. Das Papier, genau. Das sollen die nicht fressen. Wenn. Und jetzt hat doch das Plastik rausgeholt, weil Hühner dürfen auch nicht Plastik. Ja, essen. Jetzt müssen wir hier mal zumachen, sonst kommen die Hühner uns nämlich entgegen. Ja, und pinkeln uns. Ja. Ja, der ist top. Der ist totale Katastrophe. Der ist top, hör mal. Das ist top improvisiert. Ja. So. Wo kommt jetzt das hier hin? In den Müll. So, wir machen jetzt hier mal weiter am Samstag, dem, was sagt, irgendwie 29. Januar 2022 um 12.30 Uhr. Und ja, hier ist richtig was los. Hier wird gearbeitet. Naja, mal ein bisschen Holz weghacken und so. Schauen wir mal. Du musst die Holzstücke in den Korb schmeißen. Ja? Und das, was auf dem Klotz liegt, kannst du auch noch da reinschmeißen. So. So. Und dann kannst du mir ein neues dahinstellen. Was? Ach so, ja. Ja, ja. Ja, ja, gut. Dann den großen, okay. Ja, musste zwar nicht. Du, ja, okay. So, Mama jetzt. Hat mir diese eingezogen. Nee, ja, die zieh mal die Arbeitshandschuhe an. Mama hat jetzt gesagt, du möchtest bitte so, die genau. Weil. Ja, da hat er mir aber auch den allerbesten rausgesucht. So. Mein Lieber. Ja, der ist. Boah, der Klotz ist aber fest. Ja, die ist für den zu klein. Oh. Aber der ist immer noch viel zu groß. Ja, geh schon an die Seite, Theo. Viel zu groß. Also ich würde den noch mal hinten anstellen. Ja, weil ich halte mich hier zu lange an dem Ding auf. In der Zeit. Von vorne weg irgendeinen. Oh, Hauptsache nicht wieder so einen wie eben. Ja, der ist okay. So, den bringst du her. Aber hinstellen. Der da hinstellen. Ist der dickste. Ja, ja. Hinstellen. Und jetzt kannst du die Kamera halten und mich filmen. Ja. Du weißt ja, wie das geht. Du musst mich sehen, ne? Ja. Da, im Bildschirm.
Halt die so, dass du mich siehst. So, jetzt kannst du mir wieder die Kamera geben. Jetzt kannst du mir den nächsten hinstellen. Und so geht's immer weiter. Bis der Haufen abgearbeitet ist, ne? Ja. Okay. So geht's weiter, bis der Haufen abgearbeitet ist. So. Weg ist. Zack, der nächste. Der hier ist ganz schön schwer. Ja, du schaffst das. Ja. Du bist ja, schon. Ich hab auch sehr viel groß und stark. Nein, so. Ja, und dann in den Korb. Siehst du? Ja. Oder in die Wanne, ist egal. Ja, komm. Das ist egal. Und einen neuen brauche ich wieder. Roboter, hol dein. Ja, die Roboter, die arbeiten mir zu langsam. Ich habe lieber den Theo. Der arbeitet ein bisschen flotter. Nicht hier. Dann schalte ich. Roboter. So, und wieder in den Korb mit dem Holz. Einsammeln. Sammeln mal ein. Hier liegt schon so viel rum. Schnell. Zack, zack. Sehr schön. So, jetzt wenn der Korb, mach die anderen auch noch da rein. Und wenn er voll ist, dann bringe ich den rein. Vorsicht, ist die unter der Porzellankiste, ne? Weißt du das, Theo? Ja. Vorsicht, ist die. Och no. Och no. Ja, er wehrt sich. So, aber nicht mehr lange. Jetzt ist da ein da war gerade ein richtiger Spalt drin. Ja. So. Es ist einmal ausgegangen und dann habe ich es mit meiner Nadel drauf getippt. Aha, damit du wieder was sehen kannst, ne? Ja. Kennst schon die Tricks. Das ist sehr gut. Ja. So, ich denke mal, das reicht. Das war der letzte. Und? Klappt es mit dem Film? Ja. Okay, du bist jetzt der Kameramann. Und ich bring dir noch Holz. Ich kann eine Kapitel, Okay. Komm her, warte. Ja, ich helfe dir. Komm, hast du den? Wir beide. Ja, wir beide. Oh, nimm ihn, schnell. Oh, bist du stark? Oma, ich bin so stark. Ja, stell ihn drauf. Stell ihn drauf. Schnell. So, und jetzt? Ja, du Starker. Guck mal, wie schön das hier klappt. Oh, Dolly hat das gehört. Ja, Dolly hat das gehört. Jetzt kriegt sich wieder nicht mehr ein. Nicht, dass die sich schon wieder verletzt. Ja, da hast du recht, Theo. Nicht, dass sie sich schon wieder verletzt. Ja, aber ich warte schon wieder auf den nächsten und der kommt nicht. Komm, lass ich mir den. Guck mal. Jetzt kommt ja schon. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt musst du warten.
ist nur noch einmal. Nico. Jetzt musst du nur einmal. Jetzt. So. Nur einmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, also mit dem Beugen. Scheiße. 1, 2, 3, 4. Was hast du erzählt? Was bedeutet, dass du hacken sollst? Was erzählst du da? Hacken. Eins, hacken. Drei, vier. So, hacken. 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 Du hast schon wieder was anderes verstanden. So, und? Ja. Jetzt muss der Opa schon wieder warten. Bleiben wir kommen. Die gehen ganz gut. Ne? Die sind 2 Jahre hier jetzt oder so bestimmt. Ja, ja. Schöne trockene Eiche. Und vielleicht von meiner. Ja. War schon schlau, da zu warten. Ja, ich glaube, du bekommst die nicht mehr nach draußen. So. Ich kann den jetzt mal aufnehmen. Oh, wow, wow. Oh, oh, wow, wow. Guckt euch an. Ja. Er hat es raus. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Opa. Ja. Ich habe dir das nur hier rausgemacht. Ja, aber die Axt lässt du mal schön, ne? Oma, ich wieder zu nötig. Ich glaube, du hast das Axtalter noch nicht erreicht. Weißt du? Das nötige Alter für die Axt. Kannst du? Nee. Zu trocken ist, finde ich. Bitte, Opa. Danke dir. Ist so, den Behälter, den wollen wir hier noch schaffen. Wollen wir den schaffen? Ja. Was sagt die Uhr? Ja, Viertel nach eins. Auch die Rippe kann mitnehmen. Ach, die Rippe, ja, das ist natürlich nicht so schön. So, weiter geht's. Und den, ja, da haben wir den nächsten. Den nächsten. Hier kommt der Gabelstapler. Sehr schön. Den nächsten. Hoppla! Hoppla! Du war das gut. Oma, gleich geben wir den Opa den Kopf. Achtung! Mama, ich möchte auch. Ah, kleiner Haufen hartnäckiger. Spar ich mir noch auf. So ein Quatsch müssen wir auch noch mal eben machen. Ja, Leute, hier bin ich noch mal nach dem Holzhacken. Jetzt mal eben.
eben noch mal knapp 4 Kilometer mit den Hunden abgerissen. Oder auch gute 4 Kilometer, ich habe keine Ahnung, nicht so genau. Kleinen Schlenker noch eingelegt. Und ich sage euch, hier weht ein ganz nettes Windchen. Ein ganz nettes Windchen. Dolly ist gleich schon am Auto. Ah, jetzt dreht sie sich mal um. Ja, da braucht man kein Fitnessstudio. Ich will auch gar nicht lange reden, weil die Tonaufnahme wird bestimmt nicht so schön sein durch den extremen Wind. Ja, fein, Dolly. Fein, dass du rankommst. Ja, ganz fein. Ganz fein. Gefallen. So, weiter geht's. Ja, ich würde sagen, bleibt gesund und macht schön gut.